Vater. Geliebter himmlischer Vater. 29.8.23, das Gebet mit Zeit. Beloved Heavenly Father. Geliebter himmlischer Vater. We are very lucky people. Wir sind sehr glückliche Menschen, haben sehr viel Glück. That you teach us in 21st century. Dass du uns im 21. Jahrhundert lehrst. Six key in ourselves. Über die sechs Schlüssel in uns selber. You direct became our teacher. Du bist direkt zu unserem Lehrer geworden. This six key. Und diese sechs Schlüssel. We can be master of the universe. Von de, mit denen können wir der Herr des Universums sein. External and internal. Des äußerlichen und des innerlichen Universums. This my teaching. Diese kraftvolle Lehre. Will defeat this evil world. Wird diese böse Welt besiegen. Our teaching has one awareness. Unsere Lehre hat ein Bewusstsein, which will be the master over mind, actually. Die das der Herr des Verstandes sein wird. Our teaching. Unsere Lehre. Is coming direct the source from Heavenly Father. Die Quelle davon kommt direkt vom himmlischen Vater. There is no angel between. Es gibt keine Engel dazwischen. No golden and blue being. Keine goldenen und blauen Wesen. They want to help us. Die wollen uns helfen. But God dealing direct with us. Aber Gott kümmert sich direkt um uns. We are very, very lucky people. Wir sind sehr, sehr, haben sehr, sehr viel Glück. Our children. Unsere Kinder. In future. In der Zukunft. They will meet God in the age of 9, age of 11. Die werden Gott im Alter von 9 oder 12 Jahren treffen. And I feel then later very shame. Und ich fühle mich dann später sehr beschämt. That it took me age of 12. Dass ich erst im Alter von 12 dich treffen konnte. This earth will be blessed. Diese Erde wird gesegnet sein. This earth will be belong to God, love. Diese Erde wird zu Gottes Geliebten gehören. Of course we cannot see the result right now. Natürlich können wir nicht jetzt das Ergebnis sehen. But beyond the screen of curtain. Aber hinter dem Vorhang. God has won over evil, actually. Hat Gott über das Böse gewonnen. And God teaching. Und Gott lehrt uns, that in my world, dass in meiner Welt, there will be no sickness. Hat er gesagt, da wird es keine Krankheit mehr geben. Each child will live 100 years and 150 years. Jedes Kind Gottes wird 100 oder 150 Jahre lang leben. There will be no bad luck. Es wird kein Unglück mehr geben. Bad luck is only evil world. Im Unglück gibt es nur in der bösen Welt. There will be no accident. Es wird dann keine Unfälle mehr geben. God world is a world of God light and love. Gottes Welt ist eine Welt von Liebe und Licht. And God present will be there. Und Gottes Gegenwart wird dort sein. Every night I say many thousand times. Jede Nacht sage ich viele tausend Mal. I'm so thankful that you have chosen me. Dass ich so dankbar bin, dass du mich auserwählt hast. And I'm pretty sure. Und ich bin sehr sicher. If I would not come, wäre ich nicht gekommen, maybe take a little bit more time, dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht. But God would find someone. Aber Gott hätte jemanden gefunden. It's my luck that God found me. Das ist meine Liebe, dass Gott mich gefunden hat. Das ist mein Glück, dass Gott mich gefunden hat. And this is our luck that God found you. Und das ist unser Glück, dass Gott uns gefunden hat, jeden Einzelnen. And he was mysterious way brought us together. Und dass er uns auf mysteriöse Weise zusammengebracht hat. Jesus time was only 12. Zu Jesus Zeit gab es nur 12. But we are blessed in this case. Aber wir sind gesegnet in diesem Sinn. Jesus time teaching took 300 years. Zu Jesus Zeit braucht es 300 Jahre. In my time, Jesus, my time, this God divine teaching is going all over the world.
In meiner Zeit geht Gottes göttliche Lehre überall um die ganze Welt. And I'm blessed telling more and writing more book about God. Und ich bin gesegnet und kann mehr und mehr über Gott, Gottes Welt in meinen Büchern niederschreiben. And I want to bring all my observations. Und ich möchte all meine Beobachtungen bringen. And personal God divine secret to mankind. Und Gottes persönliche göttliche Geheimnisse zur Menschheit. This is the highway. Das ist die Straße. To find our spiritual happiness. Um unsere geistige Glückseligkeit zu finden. Thank you, Father. Danke, Vater. And all these beings who are inspiring our member. Und all diese Wesen, die unsere Mitglieder inspirieren. And we can move on. Und dass wir weitergehen können. This is the beauty of life. Das ist die Schönheit des Lebens. In heaven, when we enter. Wenn wir den Himmel betreten. Every 10 second new springtime begin. Beginne alle 10 Sekunden eine neue Frühlingszeit. And God will welcome us. Und Gott wird uns willkommen heißen. And we're gonna live forever in his love. Und wir werden dann für immer in seiner Liebe leben. And for this we are standing very strong for the will of God. Und dafür stehen wir sehr stark für den Willen Gottes. And bless those countries who have taken our teaching. Und segnen diese Länder, die unsere Lehre angenommen haben. This is I pray the name of most beloved God. Das bete ich im Namen des meistgeliebten Gottes. In the name of God. Und im Namen von Gottes Herz. Amen. 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 Heute ist Sonntag, der 29.08.2021 mit Zeit. Okay. Ja. Entschuldigung. You will one time tell everything. Also der Traum war für mich sehr emotional. Und zwar ging es darum, dass wir aus der Gottesfamilie sehr viele Menschen in einem Waldstück waren, auf einer Lichtung. Also waren wirklich alle da, die ich so kenne und auch noch nicht kenne. Und die Hauptperson, die da drin vorkam, das war Zeit Kahn, Moses, ich. Ich kann euch alle nicht aufzählen, weil für mich sind Namen sehr schwer. Und wir haben dort gesessen, uns unterhalten. Und in dieser Mitte von dieser Lichtung war ein einziger Baum. Ringsrum war Wiese, wunderschöne Blumen. Und dann kam erst der große Wald, und zwar Mischwald. Und Moses sagte nach einem kurzen Moment, er ist hier, er ist da. Und zeigte auf diesen Baum, der in der Mitte dieser Lichtung stand. Und dieser Baum hatte in einem anderen Licht geschienen als die Umgebung an sich. Und das Interessante war, dass keiner hingeschaut hat oder keiner reagiert hat. Und wir sind aufgestanden, also wir haben ja schon gestanden. Und Zeit Kahn sagte, du hast recht, er ist hier. Und ihr habt das nicht verstanden. Keiner hat irgendwie reagiert oder sonst, ihr wart alle abgelenkt oder habt einfach vor euch hingeschaut. Wir haben es nicht verstanden, warum keiner reagiert hat, obwohl es auf Englisch, Deutsch gesprochen worden ist, weil wir dachten, ihr hört uns nicht oder ihr seht das nicht. Nach einer Zeit sind dann Zeit Kahn, Moses und ich dorthin gegangen, um das zu verstehen, warum wir darauf reagieren und ihr nicht. Und nach einer Zeit war das so, dass wir drei an dem Baum standen. Und interessanterweise hat die andere Gruppe auf dieser Wiese gesessen, gekniet, gelegen und hat nichts getan. Gar nichts. Egal, was wir gesprochen haben oder gemacht haben, selbst wo mehrere Personen
Wie das passiert, das weiß ich leider nicht. Träume sind ja sehr interessant, wie sie entstehen. Hat eine Frau sehr nah bei uns gesessen. Und Moses hat versucht, mit dieser Frau zu sprechen, warum sie denn nicht reagiert, was denn los sei. Er hat in verschiedenen Sprachen gesprochen. Es ist nichts passiert. Rein gar nichts. Das Interessante war, was Moses mir dann auch bestätigt hatte, er hatte dann angefangen zu weinen. Ich weiß jetzt leider nicht, ob es wegen der Frau war, dass er geweint hat, oder ob es wegen der Situation an sich war, dass keiner darauf reagiert hat, dass wir drei, also auch Zeitkan gesagt hat, er ist hier, ihr könnt kommen, kommt. Worauf wartet ihr? Warum sitzt ihr? Warum tut ihr nichts? Was ist los? Was muss noch geschehen? Die Zeit ist jetzt da. Und dann hat Moses wieder gesagt zu der Frau, der die angeschaut hat, also Moses stand ja und die Frau saß, hat auch wieder mit ihr gesprochen in einer wunderschönen, ruhigen Stimme, was denn los sei. Sie hat ihn gar nicht angeschaut, sie hat ihn nicht registriert. Diese Frau war wie weg. Das war einfach nur weg. Die hat nur, ich sage mal, wie einen leeren Blick gehabt. Und da hat Moses die Hand auf die Schulter gelegt. Einfach so. Um zu schauen, ob sie lebt oder was da passiert ist. Es kam keine Reaktion von dieser Frau. Und dann ist etwas geschehen. Von dem Baum aus kam, ja, ich sag's mal, goldgelb eine Hand, die auf Moses seine rechte Schulter sich so draufgelegt hat, als würde man von hinten jemand auf die rechte Schulter greifen. Und dann hat Moses etwas gehört, was Zeitkan gehört hat und ich. Und zwar, diese Menschen brauchen Hilfe. Ich werde dir helfen, dass sie das Licht erkennen. Und Moses hat dann aus welchen Gründen auch immer beide Hände auf den Kopf dieser Frau draufgelegt, also auf die Haare so drauf. Und plötzlich hat Moses, ob es Deutsch war, Englisch, keine Ahnung, es war eine sehr interessante Melodie in dem Sprechen drin, sagte, wenn du Licht brauchst, dann bringe ich dir das Licht. Wenn du Hilfe brauchst, dann helfe ich dir. Und es kam dann wieder von dem Baum, aus diesem Arm heraus, ich führe dich zu den Menschen, die zu mir wollen, und die Menschen, die du berührst, werden erkennen, dass ich da bin. Dann hat die Frau reagiert, hat nach oben geschaut, also hat Moses in die Augen gesehen und sagte, ich kann dich sehen, wo war ich? Wo bin ich hin? Und dann ist Moses, nachdem Zeit gesagt hat, geh du, so wie es dir gesagt worden ist, es ist dein Weg zu gehen. Ich bleibe hier. Und da bist du quasi zu jedem Menschen gegangen und der Arm, der von dem Baum ausginge, ist mitgegangen. Der hat sich also wie so ein Gummiarm langgezogen. Du hast jeden Menschen berührt, der saß oder gelegen hat oder gestanden hat, bist sehr weit gelaufen. Also stellt euch ein Fußballfeld vor, so groß war das Ganze und größer. Und der Arm hat sich überall bewegt und er ist an jedem Menschen dann auch stehen geblieben. Und du hast immer wieder gesagt, Gott sagte, du brauchst das Licht, um uns zu sehen. Ich bringe dir das Licht, dass du erkennst, dass er da ist. Es ist an der Zeit, die Familie zu erleuchten, die Familie zu erwecken, dass alle das Licht Gottes weitertragen. Es war ein sehr langer Abschnitt, also war eine sehr lange Traumsequenz. Und das Interessante war,
dass in der ganzen Zeit, wo Moses das gemacht hat, seit Kahn, ich und noch jemand, den ich leider nicht kenne, den ich auch noch nicht gesehen habe, in diesem Zoom-Meeting, vielleicht ist er auch heute da, ich weiß es nicht, gestanden hat. Wir haben im Kreis, haben wir diesen Baum umarmt, mit den Gesichtern und mit der Brustkorb an die Baumrinde angelehnt. Und Zeit Kahn hatte gesungen. Leider weiß ich nicht, in welcher Sprache er gesungen hat. Das war wunderschön. Ich kann es auch leider nicht wiedergeben, weil das ist, vermute ich, dass das für mich nur bestimmt war, dass ich dieses Lied höre. Und als Moses dann zurückkam, muss man sich vorstellen, wenn man von oben drauf geschaut hatte, also auf diese Lichtung, waren überall goldene Fäden, Arme, kann man jetzt nennen, wie man will, wo jeder Mensch angebunden war an diesem Baum. Und nachdem Moses wieder zu uns zurückgekommen ist, hat er erstmal nichts gesagt. Er hat sich dann zu den Menschen gedreht, die dann immer noch saßen, zwar uns angeschaut haben, und dann hat Moses gesagt bekommen, dass es an der Zeit ist, dass er das Licht Gottes verbreitet. Und da bin ich wach geworden. Wunderbar. Wunderschön. Okay, ich übersetze kurz auf Englisch. Ja? He told, we were in a forest and then there was a clearing. And on this clearing, in this glade, there was a tree standing, and Christian was with me and Prophet Zaid Khan there, and he also saw all the other members. They were in this clearing, laying in the grass or sitting, and then Zahid, he was looking at this tree and he said, "He's there," and he meant God. And this tree, it was shining in light. And Zahid was saying to the people, "He's there, you should stand up. You were waiting for him." And also I said, so Moses said, "He's there, stand up and come because we were waiting for so long." And then, but people were not reacting, like they were not seeing it. And then we were wandering and we went to this tree. And then there was a woman standing sitting next to this tree. And then I was going to this woman and I was asking her, "Look, he is there. Why are you not reacting?" And I was putting my hands on her shoulder, but she was not reacting. And also her stare was empty. And then I began to cry, and Christian said he don't know if I was crying because of this woman or in general because of the situation, because people were not reacting, even though the tree and God was there, but people were not there. And then me, Christian, and Prophet Zaid Khan, we were going to this tree. And then there was a golden hand coming on my shoulder. And then one voice said, "I should go to the people and lecture them." And then I was going to this woman, and this hand came from this tree, and it was like, it was a stretchable arm. So I was going to this woman and I was putting my hands on her head. And then suddenly this light from this hand also came on her. And then I was also going to the other people, and then also this light went on them. And then people, one by one, they got spiritual open. And then Christian, me and Zahid, Prophet Zahid Khan, we went to the street and we prayed. And then we saw in heaven that there were many different arms going all around from the street to every human being. And that now I should give this message to all the people and I should spread this message.
Yeah, that's what he told. That was his spiritual vision. I was singing. Thank you. Prophesied Khan, when we were praying, he was also singing a song, but Christian doesn't remember in which language. He sang the song for God. Okay. Yeah. Und das Interessante ist, wo ich drüber nachgedacht habe, dass ich diesen Text, er ist hier, er ist da, er ist jetzt, der kommt immer wieder auch in meinem alltäglichen Tag, wenn ich irgendwas mache, egal wo ich bin, auch wenn ich Auto fahre oder wenn ich einfach, na, wie ich jetzt auf der Arbeit war, weil ich wo Probetag gemacht habe, ist leider nichts geworden, da war es auch immer wieder, ist dieser eine Satz oder diese Wörter, die kommen so öfters am Tag. Manchmal ist es, er ist hier, er ist jetzt. Mhm. Manchmal ist es, er ist da, es ist jetzt die Zeit. Also diese Wörter sind ab und zu sehr präsent. Okay. So let's start our lecture from this point of view. Lasst uns unseren Vortrag von diesem Standpunkt aus anfangen. God is saying in religious book. Gott sagt in den religiösen Büchern, when new timing begins. Wenn die neue Zeit beginnt. New timing means. Und die neue Zeit bedeutet, when old world is passing. Wenn die alte Welt vorüberzieht. New world begins. Dann fängt die neue Welt an. It means dark. World will pass. Das bedeutet, die dunkle Welt wird vorüberziehen. And the world of light will begin. Und die Welt des Lichtes wird anfangen. In this point, God is saying. In diesem Punkt, an diesem Punkt sagt Gott. According to the human spiritual growth. Gemäß dem Wachstum der Menschen. They will see different things. Werden sie verschiedene Dinge sehen. Who has a little growth, derjenige, der ein bisschen Wachstum hat, spiritual, geistiges Wachstum hat, he will see dreams. Der wird Träume sehen. Who has a more spiritual growth, derjenige, der mehr geistiges Wachstum hat, he will see the vision. Der wird Vision sehen. Who have more spiritual growth, derjenige, der noch mehr geistiges Wachstum hat, he will travel life after death. Der wird im Leben nach dem Tod reisen. He will see. Er wird sehen. His eternal life actually. Der wird sein ewiges Leben sehen. If he has more spiritual growth. Wenn er noch mehr geistiges Wachstum hat. God is saying, he will see angel and he will see God actually. Da hat Gott dann gesagt, dass er die Engel und dann auch Gott selber sehen wird. So this is this timing, 21st century. Und das ist jetzt diese Zeit im 21. Jahrhundert. But there's one more prophecy. Aber es gibt noch eine Prophezeiung. Before the new time begins, bevor die neue Zeit beginnt, there will be confrontation between evil and good. Wird es eine Konfrontation zwischen Gut und Böse geben. And real way. Und auf ganz richtige Weise. Like a 21 year in Jakob time. So wie es im 21 Jahre Kurs von Jakob. Before he got a blessing. Bevor Jakob seinen Segen erhielt. This was a confrontation in his life actually. Gab es erstmal eine Konfrontation in seinem Leben. But then he got a blessing. Aber dann bekam er den Segen. So this 21st century, das heißt, dieses 21. Jahrhundert, 21 Jahre, 21st century, in diesem 21. Jahrhundert, the worst confrontation is, ist die schlimmste Konfrontation die, that one side, dass auf der einen Seite, there's a worst crime against humanity, dass das schlimmste Verbrechen der Menschheit passiert. I gave very open view in my rally.
Und ich habe das ganz offen in meinen Kundgebungen gesagt. They want to wipe out humanity. Sie wollen die Menschheit auslöschen. This I spoke very clearly. Darüber habe ich sehr klar gesprochen. And this happening. Und das passiert in our time with this vaccine. In unserer Zeit mit diesem Impfstoff. On the other side. Auf der anderen Seite. It is also very sensitive time. Es ist auch eine sehr sensible Zeit. That humanity, dass die Menschheit, awareness must change actually. Dass sich das Bewusstsein der Menschheit ändern muss. Because until now, denn bis jetzt, we are running a marathon of worldly material world. Rennen wir einen Marathon der weltlichen materiellen Welt hinterher. And in this marathon, und in diesem Marathon, we don't need a creator. Brauchen wir keinen Schöpfer. We don't need some solution of life. Und wir brauchen auch keine Lösung des Lebens. Because material man, denn der materielle Mensch, his desire is to build everything on this earth actually. Sein Verlangen ist es, alles in dieser Welt, hier auf Erden zu errichten. But this is a contrary with God. Aber das ist entgegenstehend Gott. God don't want that you build everything here. Gott möchte nicht, dass wir alles hier errichten. Why? Warum? When you build everything here, wenn wir alles hier errichten in unserem Leben, we come old. Und wir dann alt werden. We want to enjoy. Und wir uns daran erfreuen wollen. This world is taken away from us. Dann wird uns diese Welt schon wieder weggenommen. So God is saying, und Gott sagt also, this external creation, diese äußerliche Schöpfung, is a lower creation. Ist eine niedrige Schöpfung. Again, noch, lower creation. Nochmal, es ist eine niedere, niedrige Schöpfung. Is not a perfect creation. Und es ist auch keine perfekte Schöpfung. Is not a perfect earth. Es ist keine perfekte Erde. Only God want to use this material. Gott möchte nur dieses Material hier benutzen. With this material he gave us body. Und mit diesem Material gab er uns den Körper. He wants 70, 80, 90. Er möchte, dass in 70, 80 Jahren you use this body material, wir diesen Körper, dieses Material benutzen, um only one purpose. Für nur einen Zweck. 80% with one purpose. Diese 80 Jahre? 80%. Dass wir zu 80% es nur für diesen einen Zweck nutzen. For your spirit. Und zwar für unseren Geist. Not for yourself. Nicht für uns selber. For your spirit. Sondern für unseren Geist. Why? Warum? Because spirit lives forever. Weil der Geist für immer lebt. And body is limited. Aber der Körper ist begrenzt. So what spirituality teaching us? Was lehrt uns also die Spiritualität? What Jesus said, what other prophets say? Was hat Jesus gesagt? Was haben andere Propheten gesagt? Who are kakalaki? Cockroaches. Diejenigen, die Kakerlaken for the material world, für die materielle Welt sind. All the prophet and God saying, all die Propheten und Gott sagten bereits schon, they are not a heavenly people. Das sind keine Menschen des Himmels. Because prophesy is, weil die Prophezeiung sagt, prophet come from heaven. Dass der Prophet vom Himmel kommt. What does it mean? Aber was bedeutet es, vom Himmel zu kommen? Prophet have spiritual growth. Das bedeutet, dass die Propheten ein geistiges Wachstum haben. So they are belong to heaven. Und deswegen gehören sie zum Himmel. But the people use their body. Aber die Leute nutzen ihren Körper
Only worldly marathon. Ohne diesen weltlichen Marathon. Only. Ach so, die Leute hier auf Erden benutzen ihren Körper nur für den weltlichen Marathon. Yeah, to put concentration. They are using their body for wrong purpose, which God did not create. Die nutzen ihren Körper für falsche Zwecke, für die Gott sie nicht erschaffen hat. That's why. Und deswegen. Jesus was saying. Sagte Jesus bereits schon. Let dead bury dead. Lass die Toten begraben. Why? Warum? Because they was victim only for this world. Weil sie Opfer nur von dieser Welt sind. And the people. Und die Leute. Who are is Jesus say working for the spiritual purpose? Die Leute, die von denen Jesus gesagt hat, dass sie für den geistigen Zweck arbeiten. They only should follow me, Jesus said. Von denen hat Jesus gesagt, die sollten nur mir folgen, also Jesus. So what is the difference now? Was ist also jetzt der Unterschied? Material man belong to here. Der materielle Mensch gehört hierhin, auf Erden. Yes. And heavenly man. Aber der himmlische Mensch. It means spiritual growth. Das heißt, der hat geistiges Wachstum. So you saw the differences? Seht ihr also den Unterschied? So 21st century mean. Das heißt, das 21. Jahrhundert bedeutet. We have to change our direction. Dass wir unsere Richtung ändern müssen. If we don't change. Wenn wir sie aber nicht ändern. Downfall waiting for us. Dann wartet der Fall auf uns. Nostradamus was talking. Nostradamus sagte. God teaching will come to you. Gottes Lehre wird zu euch kommen. But if you don't follow the teaching. Aber wenn ihr nicht der Lehre folgt. Then there will be no world. Dann wird es keine Welt geben. There will be then no world actually. Es wird keine Welt geben. It mean? Keine Welt, dass es keine Welt geben wird, bedeutet. If you don't change your direction. Wenn ihr nicht eure Richtung ändert, die ihr eingeschlagen habt. Then there will be no new world actually. Dann wird es auch keine neue Welt geben. In this timing we are living actually. Und in dieser Zeit leben wir. I asked Guido to turn off his this screen actually, because it's disturbing me. Guido, kannst du bitte deine Kamera ausschalten, weil das stört. Der hört dich nicht. Or take him, wie heißt? Take him away from this. Ja, take him away. Elisabeth, nimm ihn weg, weil das stört, wenn er da telefoniert. Yes. I need a concentration. Weil ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Take him away. Warte. Yes. So. So, okay, jetzt. Jetzt besser? Yes. Ja. When we are talking about God, I don't want anything else actually going on. Ja, wenn wir über Gott sprechen, dann möchte ich, dass nichts anderes hier ist. Yes. I will tell him later on. Ich werde es ihm später nochmal sagen. Next time he has to concentrate here. Otherwise no screen. Nächstes Mal muss er sich hierauf konzentrieren, ansonsten kein Bildschirm. Yes. How many people we have today? Wie viele sind wir heute, Elisabeth? Eben waren wir 42. 42. Okay, that's good. That's a... Gut. This new people did not came, which was mentioning Marion. Marion, diese neuen Leute sind nicht gekommen, die da Elisabeth. Ach, Elisabeth. Ja. Nein, ich sehe sie nicht. Okay. Let's go. Und ich habe den Mann von gestern auch noch nicht gesehen. Okay. Then let's go back, because his telephone was... Lass uns nochmal zurückgehen. Also noch jetzt weitermachen, worüber wir geredet haben. So this is a confrontation between body and between spirit. Das ist also die Konfrontation zwischen Geist und Körper. This 21st century.
Dieses 21. Jahrhundert will decide, wird entscheiden. People live for body purpose, ob die Menschen für den körperlichen Zweck leben werden, or they gonna live for spiritual purpose, oder für den geistigen Zweck. Behind this curtain, hinter diesem Vorhang, many things is changing, ändern sich viele Dinge. But who are not spiritual open, aber diejenigen, die nicht geistig offen sind, they cannot see, die können das nicht sehen. What happening behind the curtain? Was passiert hinter dem Vorhang? Something which never happened until now. Etwas, was bisher noch gar nie passiert ist, noch nie davor. Until now, the white angel was ruling the world. Actually. Bis jetzt haben die Engel der weißen Lichtdimension diese Welt regiert. But now has changed. Aber jetzt hat sich das geändert. White angel has no more power. Die Engel der weißen Lichtdimension haben keine Macht mehr. Who got this power? Wer hat jetzt diese Macht? Behind the curtain. Hinter dem Vorhang. Ist eine Frage an euch? Die blauen und goldenen Wesen. She said blue and golden beings? No. Nein. We got the power now? Dann kannst du noch Gott sein. We got the power now as a human being? Little bit correct, 50%. Yeah, 50% that's correct. Er hat gesagt, die Menschen selber. Human being never can get power. Die Menschen können nie selber Macht erlangen. Since human creation is created, human being never got a power. Also seit die Menschen erschaffen wurden, hatten sie nie die Macht. Until now, angel ruling. Bis jetzt regieren die Engel. Dann kann es doch nur noch Gott sein, der jetzt die Landebahn, wie du letztens gesagt hast, erhalten hat durch deine Arbeit. She said that there can only be God then, who is now landing on this airport. Stimmt nicht. Weiter. Stimmt nicht. Weiter. Weiter. Who has the power to change? Wer hat die Macht, das zu ändern? This human era. Diese menschliche Ära. Ich würde sagen, jeder Einzelne von uns. Nein. Nein. Okay. Every individual, no. Always. So, who has this power who changes things? Wer hat diese Macht, der jetzt alles ändern kann? You have the power, Prophet. Hä? Du hast die Macht? Yes. Ja. I change this thing actually as a Messiah. Ich habe diese Dinge als Messias geändert. Not a God. Nicht Gott. Not a human being. Nicht die Menschen. Not an angel actually. Nicht die Engel. I have been behind the curtain actually. Ich war hinter dem Vorhang. And through me. Und durch mich. This power is given to mankind. Wurde diese Macht an die Menschheit gegeben. Because what God is saying, listen. Denn was hat Gott gesagt? Hört zu. Your spiritual son and daughter, prophet. Er hat gesagt, deine geistigen Söhne und Töchter, die Propheten, die dann kommen. They gonna rule this world now. Die werden jetzt diese Welt regieren. So who is the founder? Wer ist aber der Gründer? Who is the founder? Wer ist der Gründer? Who changed this thing? Der das alles geändert hat. On this point, I'd like to tell you something. Und an diesem Punkt möchte ich euch etwas sagen. I don't have a power. Ich habe keine Macht. I don't have so many people. Ich habe nicht so viele Menschen. But when behind the curtain you win something, aber wenn du hinter dem Vorhang etwas gewinnst, it become present, dann wird es zu einem Geschenk, zur Gegenwart, in the eyes of God, dann ja wird es zur Gegenwart in den Augen Gottes. So many people came who brought their awareness to mankind. Viele Leute kamen also, die ihr Bewusstsein zur Menschheit brachten. Mankind did not understood. Aber die Menschheit verstand das nicht. In the present time. In der gegenwärtigen Zeit. But the teaching was so strong. Aber die Lehre war so stark. That even whole East Block follow Karl Marx theory. Dass selbst der ganze Ostblock Karl Marx Theorie folgte. You got it? Versteht ihr das? Even in the end, Karl Marx has no power. Am Ende hatte Karl Marx sogar keine Macht mehr.
diese Stalin. Stalin put him in the jail actually. Weil Stalin ihn ins Gefängnis sperrte. But while he was laying, aber während er am Sterbebett lag, he speak his ideology. Sprach er über seine Ideologie, Karl Marx. Half world was taken away. Die halbe Welt wurde wegen dieser Ideologie weggenommen. What was this world? What was this ideology? Und über was war denn diese Ideologie? Über was war der Inhalt? What came out from this ideology? Oder was kam heraus? No God. Dass es keinen Gott gibt. Human being created by material environment. Die Menschen wurden durch ein materielles Umfeld erschaffen. No life after death. Es gibt kein Leben nach dem Tod. No human spirit. Es gibt keinen menschlichen Geist. Blind love function in this universe actually. Und die blinden Gesetze funktionieren in diesem Universum. This is the 5 point. Das sind die 5 Punkte. The foundation of Karl Marxism. Für die Grundlage von Karl Marxismus oder vom Kommunismus. Vom Marxismus, ja. Always ask him, he tell you. But out of this ideology, aber aus dieser Ideologie, what came out? Was kam da heraus? Atheistic society. Die atheistische Gesellschaft. You got it? Habt ihr das verstanden? Atheistic ideology came. Die atheistische Gesellschaft entstand. And from this atheistic ideology, und von dieser atheistischen Gesellschaft, worldly ideology came, kam die weltliche Ideologie, secular society, die säkulare Gesellschaft, who also don't believe, die auch nicht an Gott glaubt. They believe only materialism. Die glauben nur an den Materialismus. So you see what one man can do? Seht ihr also, was die Menschheit tut? One Mensch kann tun. What one human being can do. Yes. Was ein Mensch tut, seht ihr, was ein Mensch tun kann? He was not successful in his lifetime. Karl Marx war nicht erfolgreich in seiner Lebenszeit. So behind the curtain, God say, Hallelujah, Messiah is successful. Und hinter dem Vorhang sagte Gott also, Hallelujah, der Messias ist erfolgreich. So my ideology. Das heißt also, meine Ideologie. Is God ideology. Ist Gottes Ideologie. You got it? Habt ihr es verstanden? And what God was saying in our first book. Und was hat Gott in unserem ersten Buch gesagt? Which is introduction in cover behind. Was God, on the back cover. Yeah, red book. Was auf der Rückseite des roten Buches steht. Gott offenbart sich der Menschheit als sichtbarer Gott. This was a promise between me and God. Das ist das Versprechen zwischen mir und Gott, to change this world. Diese Welt zu ändern. What was it then? Was steht dort? You remember somebody? Erinnert sich jemand dran? Offenbare, was du gesehen, gehört und erfahren hast. Wunderbar. Reveal what you have heard, seen and experienced. You see that? Seht ihr das? Wunderbar. Wunderbar. Amazing. God making a promise and deal with me. Gott macht ein Versprechen und verspricht mir. You tell this ideology what you have heard. Er sagt, du teilst diese Ideologie, die du gehört hast. You tell this ideology what you have seen. Du teilst diese Ideologie, die du gesehen hast. You tell the ideology with my journey. Und du teilst diese Ideologie mit meiner Reise. With this promise. The whole mission foundation working actually. Und mit diesem Versprechen arbeitet die ganze Mission. Das ist die Grundlage der ganzen Mission. And now what God say? Und was sagt Gott jetzt? You win behind the curtain. Hinter dem Vorhang hast du gewonnen. You fulfill your responsibility. Du hast deine Verantwortung voll und ganz erfüllt. Now this teaching. Only question of time to spare the world. Und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Lehre um die ganze Welt gebracht wird. So, this teaching going now out of Germany. Und diese Lehre geht jetzt aus Deutschland heraus. This is only beginning. Und das ist aber nur der Anfang. Like you put the seed. So, als wenn du Samen säst. And you work hard for this ground. Und du diesen Boden stark beackerst. You give the water. Du Wasser drauf gibst. You wait until tree grow. Und du wartest, bis dieser Baum wächst. So God saying, you
fulfill your responsibility. Gott hat also gesagt, du hast deine Verantwortung erfüllt. Now I will fulfill my responsibility. Und jetzt werde ich den Teil meiner Verantwortung erfüllen. What do you think? Somebody can fail God? Was glaubt ihr, kann jemand Gott betrügen? Or God can be durchgefallen? Oder kann Gott selber durchfallen? Fail? Oder fehlschlagen, fail. Can God himself fail? Never. Niemals. That's the only thing God was waiting. Und das ist die einzige Sache, auf die Gott gewartet hat. Somebody, Messiah, fulfill his responsibility. Dass irgendjemand, der Messias, seine Verantwortung einmal erfüllt. The way God would. Und zwar so, wie Gott es möchte. And God says, und Gott sagte, you did it. Du hast es geschafft. Now, 20 years, your time is to go. Und jetzt in 20 Jahren ist deine Zeit gekommen, um zu gehen. I will now fulfill my responsibility. Und ich werde jetzt meine Verantwortung erfüllen. So, but before you go, aber bevor du gehst, I wanna give you reward. Möchte ich dir deinen Segen geben, deine Belohnung. What kind of reward God gave me? Was für eine Belohnung hat Gott mir gegeben? Before I go, before I pass this world, bevor ich von dieser Welt gehe. What reward God gave me? Was für eine Belohnung hat Gott mir gegeben? Two sentences only. Nur zwei Sätze. He brought prophets in your life and he gave you light in your spirit. No, only one answer I needed. Nur eine Antwort brauche ich. Get to see this world already. Huh? Dass du diese Welt bereits gesehen hast? Nein. Amazing that I'm a very intelligent member all over. Unglaublich, ich habe überall intelligente Mitglieder, aber die kennen die Antwort nicht. Du bist Gottes Herz. Richtig, exactly. That you are God's heart. Who was this? Alan. God said, before you go, Gott hat gesagt, bevor du gehst, take your Nobel Prize. Nimm deinen Nobelpreis mit dir. You have represented my heart. Du hast mein Herz repräsentiert. And you are erfolgreich. Und du bist erfolgreich, successful. So everlasting on earth in future, people will not call me prophet. Das heißt, für immer werden mich die Leute in Zukunft nicht einen Propheten nennen. They will not call me Messiah. Die werden mich auch nicht einen Messias nennen. They will not say to me Zahid und Zahi. Die werden nicht zu mir Zahid oder Zahi sagen. They will not say, oh, I have so much light. Die werden auch nicht sagen, oh, Prophet Khan hat so viel Licht. When they will mention my name, they will say, God heart. Wenn sie meinen Namen erwähnen werden, dann werden sie sagen, Gottes Herz. You see how you pray? Seht ihr, wie ihr betet? In the name of two parents, God. Ihr sagt ja im Namen der wahren Eltern, also Gott. And name of God heart. Und im Namen von Gottes Herz. So what I saw in the future. Und was habe ich also in der Zukunft gesehen? God picture was. Gottes Bild hing dort. And there was a my picture. Und da war auch dann mein Bild. My picture was written God heart. Und auf mein Bild stand geschrieben Gottes Herz. Und auf dein Denkmal. All these churches, all these mosques, all these places. All diese Kirchen, all diese Moscheen, all diese heiligen Häuser. This was changed to God house. Wurden geändert zu Gottes Haus. Why? Warum? Ownership change. Weil sich der Besitzer gewechselt hat. Yesterday house was belonged to somebody. Gestern hat das Haus noch irgendjemanden gehört. Later I bought it. Und später habe ich es gekauft. But this time who bought this house? Aber wer hat diesmal dieses Haus gekauft? I mean Erde. Diese Erde meine ich damit. God has bought. Gott hat es gekauft. But I help God to buy this. Aber ich helfe Gott, diese Erde zu kaufen, zu errichten. People say we have to change environment. Die Leute sagen, wir müssen das Umfeld ändern. Majority people who may keeping this environment, they look like a strong people. Die Mehrheit der Menschen, die dieses Umfeld hier auf Erden aufrechterhält, die sehen aus wie starke Menschen.
But this is a fight also between awareness and unawareness. Aber das ist ein Kampf auch zwischen Bewusstheit und Unbewusstheit. My awareness teaching, meine Bewusstheit lehrt, it will defeat those people who have a worldly awareness actually. Das ist diese Menschen besiegen wird, die nur weltliche Affären haben. It's only a question of time. Und das ist aber nur eine Frage der Zeit, bis sie besiegt sind. Jesus war Schreiner. Jesus war ein Schreiner, Carpenter. Under the colony. Unter der Kolonie, under the Roman Empire. There. You have to speak. Unter dem Römischen Reich. Nothing. Die waren nichts, sie waren nur eine Kolonie, Colony. But the ideology and awareness of Jesus. Aber die Ideologie und die Bewusstsein von Jesus. Defeated the Roman ideology of the world. Haben die römische Ideologie und die Weltmacht besiegt. I am one person. Ich bin nur eine Person. But my ideology will defeat the world actually. Aber meine Ideologie wird diese Welt besiegen. Because this ideology is going hand to hand with God. Weil diese Ideologie geht Hand in Hand mit Gott. So this world can be very big actually. Diese Welt kann also sehr groß sein. My ideology is. Aber meine Ideologie ist das. When in this high building you put in the on this Keller the bombs actually. You know? Wenn ihr in das Fundament. Ja, wenn ihr in den Keller, von einem Hochhaus in den Keller, in das Fundament Bomben legt und die dann zündet, all building fell down. Dann wird das ganze Gebäude einstürzen. My ideology, which is came by God. Meine Ideologie, die durch Gott kam. This is an atomic ideology. Das ist eine atomare Ideologie. It gonna wipe out the evil world. Das wird die böse Welt auslöschen. This world will be not there. Diese Welt wird nicht mehr da sein. Until 80 year world will decide. Bis in 80 Jahren wird sich für diese Welt entscheiden. We have a highlight of democracy. Wir haben dann den Höhepunkt der Demokratie. But when something is missing. Aber etwas fehlt noch. Until 80 year. Bis in 80 Jahren. Our teaching will be all over the world actually. Wird unsere Lehre dann überall auf der Welt verteilt sein. In my lifetime I started. Und in meiner Lebenszeit habe ich aber schon damit angefangen. Many countries have my teaching. Viele Länder haben meine Lehre bereits. Until 80. Bis im Alter von 80 Jahren. Until 80 years. Bis in 80 Jahre, 2080 bis in 80 Jahre. Through our teaching. Each land, million people will meet God. Wird in jedem Land viele Menschen Gott treffen. Millionen von Menschen. Every nation. In jeder Nation. And they will give the direction to democracy. We need this world with living God. Und die werden dann die Richtung vorgeben, auch in dieser Demokratie, dass wir in dieser Welt Gott brauchen. And the new century. Und in diesem neuen Jahrhundert. The century of one family world God love ideology. Das wird das neue Jahrhundert der Einweltfamilie, der Gottes Liebesideologie sein. One man gonna defeat this world. Und ein Mann wird diese Welt besiegen. And that's why. Und deswegen. Angel have no power. Haben die Engel keine Macht mehr. So I was working for angel or I was working for God. Und habe ich also für die Engel gearbeitet oder für Gott? Tell me. Sagt es mir. Gott. Gott. Für Gott. Yes. And other prophet was working with angel or they was working with God actually. Und arbeiteten die anderen Propheten mit den Engeln oder mit Gott? In der meisten Zeit mit Erzengel Gabriel. Ja. Mit den Engeln. With angels. Nicht meistens seit 100%. So 100% immer. Yes, not immer. Even Jesus say, Holy Spirit working with me. Selbst Jesus sagte, dass der Heilige Geist mit ihm arbeitet. So, because
power changing behind the curtain. Weil sich also die Macht hinter dem Vorhang ändert. So God said, sagt Gott also. Now I want to come on this earth. Jetzt möchte ich auf diese Erde kommen. So what God said? Was hat Gott also gesagt? God said to his blue and golden son and daughter, before I come, you prepare. Gott sagte zu seinem blauen Söhnen und zu seinem blauen und goldenen Söhnen und Töchtern, dass sie jetzt kommen sollen und diese Welt ändern sollen. Nein. Before God come, they should go and prepare. Ja, bevor Gott kommt, soll er. Consultation. Ja, ich habe es gesagt. Okay. Yes. Yeah. Was ist das? Vorbereitung. God hat gesagt, ihre golden und blau Son und Tochter, yet vor ich komme, Erde, macht euch Vorbereitung. Gott hat gesagt, bevor ich auf die Erde komme, zu seinem blauen Söhnen und Töchtern, macht ihr die Vorbereitung. Wegen das kommen die golden und blaue Wesen. Und deshalb kommen die goldenen und blauen Wesen. You got it? Habt es verstanden? Who made this possible? Und wer hat das möglich gemacht? Du. I make this possible. Oh, yeah. Ich habe das möglich gemacht. Gott could not make possible before. Gott konnte das davor nicht möglich machen. When angels have a dominion over mankind. Wenn die Menschen die Herrschaft über die Menschheit haben. When angel, wenn die Engel die Herrschaft über die Menschheit haben. God could not send this, his son and daughter. Dort konnte Gott noch nicht seine Söhne und Töchter schicken. There was no basis. Da gab es noch gar keine Grundlage. I make possible that God blue and golden being can come. Ich habe es möglich gemacht, dass Gottes goldene und blaue Wesen kommen kann. Und white angels should go home. Und dass die weißen Engel zurück nach Hause gehen sollten. So this is a 21st century happening because of me. Und das, was jetzt im 21. Jahrhundert passiert, passiert wegen mir. Now my plan is to go all over German city. Und jetzt ist es mein Plan, in alle deutschen Städte zu gehen. And I prepared with Stefan. Und ich bereite das mit Stefan vor. In the how you call this thing? Bürgerhäuser. Ja, in diesen Bürgerhäusern, public speech places. Public speech places. My topic gonna be only one. Mein Thema wird nur eins sein. 21st century. Das im 21. Jahrhundert. And God world. Das 21. Jahrhundert und Gottes Welt. Yes. This is what I want to give speeches. Darüber möchte ich reden geben. And I will bring awareness of people. Und ich werde das Bewusstsein zu den Leuten bringen. That's what happening now. Dass das, was jetzt passiert. People have to change their direction. Die Leute müssen jetzt ihre Richtung ändern. With this direction we're gonna wipe out. Und mit dieser Richtung werden wir we will be wiped out. Yes. Was werden wir auslöschen? We will be auslöschen. Wir werden ausgelöscht werden. How many? Ich verstehe gerade nicht. How many people? Wie viele Leute kann auslöschen? Also Drei Billiarden? Wie viele Leute werden wir auslöschen? 2 Milliarden? 3 Billiarden? How many Milliarden we have? 8 Milliarden. 8 Milliarden. 8 billion, 8 billion people. Evil want to wipe out 2 billion people. Das Böse möchte 2 Milliarden von diesen 8 Milliarden Menschen auslöschen. This is a very high price, actually. Und das ist ein sehr hoher Preis. And people are not aware. Und die Menschen sind sich nicht bewusst. Who gonna bring them this awareness, actually? Wer wird ihnen diese Bewusstheit bringen? I gonna bring. Ich werde sie ihm bringen. So I make a 10 people programs. Deswegen habe ich mit 10 Leuten ein Programm gemacht. With Stefan. Mit Stefan. And I say, I will also ask a member who willingly want to prepare with us the cities. And this is our message. Ja, und die Leute, die uns freiwillig helfen wollen, können uns gerne mithelfen und werden dann diese Städte vorbereiten. Yes. Ja. This is our future motto. Das ist unser zukünftiges Motto. Now question is. Jetzt ist die Frage. Our ideology can change the awareness. Unsere Ideologie kann das Bewusstsein ändern. But this is not the end. Aber das ist nicht das Ende. This is not the end. Das ist nicht das Ende. Next is the conscience.
Das nächste ist das Bewusstsein. Conscience. Das Gewissen. And this conscience, the truth. Und das Gewissen, die Wahrheit. How we gonna educate the people? Wie werden wir die Leute bilden? What is my goal? You heard my goal. Was ist mein Ziel? Ihr habt von meinem Ziel gehört. After awareness. Nach dem Bewusstsein. How we people educate? Wie werden wir die Leute dann bilden, erziehen? You heard many times. Das habt ihr oftmals schon gehört. Was werde ich da machen? What we want after the steps? Was wollen wir nach diesem Schritt? Weiß das jemand? Das Gewissen. Ja, yeah, I'm saying doch. Das habe ich ja gesagt, dass das Gewissen ist. Aber was wollen wir da tun? Das Herz. Nein, das, ja, das kommt danach, das Herz. What is the Aufgabe on the Gewissen? What we will do, gonna do next time? What is the task when we work on conscience basis? After we go Burger houses, we bring changing awareness. Nachdem wir das Bewusstsein geändert haben, wenn wir zu all diesen Bürgerhäusern gegangen sind. What we our next step is? Was wird unser nächster Schritt what sein? What is the Aufgabe of conscience? Was ist der was die Aufgabe des Gewissens? Truth. Der Wahrheit. What we will do, our plan is. Was ist dann unser Plan? Ja? Yeah? Give people books. We are doing already. Das meinst, machen wir bereits. Meinst du das mit der Universität? Richtig. Richtig. We will establish universities. We will establish first God university. Wir werden die erste Universität Gottes errichten. After this. Und danach. Vorbereitung. Komm, like a, when preparation. You, like a, when you cook in your kitchen. So, wenn ihr in der Küche kocht. You take the schale from potato. Dann schält ihr erstmal die, you peel potatoes. You cut the onion. Dann schneidet ihr Zwiebeln. You all the vegetables, then you put inside the topf. Die ganzen Gemüse macht ihr dann in den Topf. This awareness is preparation. Dieses Bewusstsein ist die Vorbereitung. That people come aware. Dass die Leute sich bewusst werden. And many people who have money. Und viele Leute, die Geld haben, they gonna come to us. Die werden dann zu uns kommen. They will say, what shall I do for you? Und die werden dann sagen, was kann ich für dich tun? Shall we say, let's make a 10 million books? No. Werden wir dann sagen, druck 10 Millionen Bücher? Nein. No. This we are already doing actually. Das tun wir bereits. Member help us. Die Mitglieder helfen uns. Mission and we are doing this already. In der Mission und wir tun das. Wir geben diese. Sure we are doing. Booklets we are already giving. Then we gonna ask. Und dann fragen wir. We want God University. Dass wir Gottes Universität wollen. Yes. When the Goethe University was built, this was so small. Als die Goethe Universität gebaut wurde, war sie noch sehr klein. But today Goethe University is big. Aber heute ist die Goethe Universität sehr groß. Our God University, what will be in our university? Was wird in unserer Gottesuniversität sein? Only theology? Nur Theologie? What do you think? What gonna be in God University? Welche Fachbereiche werden wir dort haben? In Dimensionen zu reisen. Nein, Fachbereiche sind die Bereiche in der Universität, die man studieren kann. No, but one answer is there. Ja, aber eine Antwort ist da. Ja. One answer is there. Alle aber zentriert auf Gott, würde Helmut sagen. Alle, every subject but centered on God. Yeah. In this university gonna be Hindu, Buddhist, they're gonna be all religious people in this university. In dieser Universität werden Hindus, Buddhisten, alle religiösen Menschen sein. So, what we will be specializing. Aber in was werden wir uns spezialisieren? What do you think? Was glaubt ihr? As a chosen nation, German people as a chosen nation? Nee, this is... I think in which subject? This chosen nation is a 60 year. Now something else has to choose. You spirituality? Know? Spirituality. Ja, wir werden uns in Spiritualität spezialisieren. But what we gonna do? Aber was werden wir dann tun? What gonna be happen spirituality? Was wird dann mit dieser Spiritualität passieren? We gonna open their spiritual senses. Wir werden ihre geistigen Sinne öffnen. You got it? Versteht ihr das? Then when Hindu, he will go back to his world and he say, our teaching
is only theory. Dann wird der Hindu zum Beispiel in seine Welt zurückgehen und wird sagen, unsere Lehre ist nur die Theorie. Living God is in this university. Der lebende Gott ist in dieser Universität. So these people, Hindu, these people, Christian, this who will learn diese, in our university, diese Hindus, Christen und so weiter, die in unserer Universität lernen werden. They're gonna become prophet. Die werden zu Propheten werden. They're gonna teach their religion. Die werden ihre Religion dann lehren. I met living God with this teaching. Die werden sagen, ich habe den lebendigen Gott mit dieser Lehre getroffen. So, this is will be next plan. Und das wird dann der nächste Plan sein. After warm up. Nach diesem Aufwärmen sozusagen. Yes, but Angel, last time we were saying 7 years. They want we should give books actually, and fly. Aber ich habe ja auch schon letztes Mal gesagt, 7 Jahre lang wollen die Engel, dass wir diese Broschüren und Bücher auf der Straße geben. How many years we are giving? 4, oder? How many years? Wie viele Jahre geben wir schon diese Broschüren und Bücher? How many years? Seit 2017. Since 2017. So that's a 4 years? 4 years. Almost, yeah, 4.5. 4 years. 3 years left. 3 Jahre sind noch übrig. But now we have to make a double. Aber jetzt müssen wir es verdoppeln. Double is we continue flyer and books. Verdoppeln bedeutet, dass wir weitermachen, Broschüren und Bücher zu geben. But also Bürgerhäuser. Aber auch, dass wir in Bürgerhäuser gehen. After this. Und danach will be next step. I have a God architecture plan. Wird der nächste Schritt kommen. Ich habe Gottes Architekturplan. I have everything. Ich habe alles. But when I tell my member, aber wenn ich das meinen Mitgliedern sage, then, oh, nicht schon wieder. Dann sagen sie, oh, nicht schon wieder. Yet it comes with was anders actually, you know. Now he comes with something else. Yeah, he's coming now. Oh, it's only heavy and heavy and heavy. Das wird nur schwerer und schwerer und schwerer. Yeah, but this is God's plan. Aber das ist Gottes Plan nun mal. Why I'm asking God 21 years more? Warum frage ich Gott nach mehr, nach 21 Jahren mehr Lebenszeit? More. Because when I live, denn wenn ich lebe und God University comes, und Gottes Universität kommt, this cannot be normal university. Dann kann das keine normale Universität sein. I'm a founder for the new world. Ich bin der Gründer der neuen Welt dann. This will be not. This will be very powerful, dynamic university. Das wird dann eine sehr machtvolle und dynamische Universität sein. If it's Hindu, if there's a Christian, if there's a Muslim, egal which religion. Ob das Hindus, Muslime, Christen, egal von welcher Religion sie sind. They will witness to their world. Die werden ihrer Welt bezeugen. God is a living God here. Gott ist ein lebendiger Gott hier. So religious world cannot do that, anything then. Und dann kann die religiöse Welt gar nichts mehr tun. Then we need more 7 years. Und dann brauchen wir noch weitere 7 Jahre. First this 3 years more for this book. Erst noch diese weiteren 3 Jahre von diesen, für diese Broschüren und Bücher. Then 7 years we prepared for university. Und dann haben wir 7 Jahre für diese Universität vorbereitet. And then last 7 years I want to prepare God love ideology. Und dann möchte ich in den letzten 7 Jahren Gottes Liebesideologie vorbereiten. So now tell me. Und jetzt sagt mir. We are heavenly people or we are worldly people? Sind wir himmlische Menschen oder weltliche Menschen? Das ist meine Frage an euch. Weltlich. Wir sind fröhliche himmlische Menschen. Richtig. You said we are happy heavenly humans. And if my member they can make with me, make it, they will be the greatest people in heaven. Und wenn meine Mitglieder das mit mir schaffen können, dann werden sie die größten im Himmel sein. You know what's going to happen to my members? Wisst ihr, was dann mit meinen Mitgliedern passieren wird? God, son and daughter, they will say, we are proud on you. Gottes Söhne und Töchter werden dann sagen, wir sind stolz auf euch. That you, we could not do it, but you invite us on earth. Actually. Wir selber konnten es nicht schaffen, aber du hast uns auf Erden eingeladen. You make this foundation. Du hast diese Grundlage gelegt. I have a God architecture plan, actually. Ich habe Gottes Architekturplan. I'm not a stupid. Ich bin nicht dumm. I know what I have to do. Ich weiß, was ich tun muss. But we need more people. Aber wir brauchen mehr Menschen. But only, even you give 50% time to this world,
Selbst wenn ihr, wenn ihr 50% dieser Zeit der Welt gebt. Gib 50% to God. Dann gib 50% zu Gott. That's enough for me. Und das ist mir schon genug. Jesus was asking 100%. Jesus fragte nach 100%. I'm asking 50%. Aber ich frage nur nach 50%. I'm making cheap deal with you. Ich mache hier einen billigen Preis mit euch. Yes. Billiger Preis. Ein Sonderangebot. Ja, yeah, Sommerangebot. Summer Sale. You see Summer Sale, 50% now, cheaper. Im Sommerangebot sagen sie immer 50% billiger. When Marion hört 50% billiger, she is the first one over there. Wenn Marion hört 50% billiger, dann ist sie sofort die Erste dort. And she come to me. Und dann kommt sie immer zu mir. 50% billiger, let's go. Cheaper. Wenn sie sagt 50% billiger, auf geht's. And I give you one more Angebot. Und ich gebe euch noch ein Angebot, Sommerangebot. 80% billiger. 80% cheaper. 80% billiger. Give me 20% time for God. Gib mir 20% eurer Zeit für Gott. Did any prophet give you such a time? Hat euch je ein anderer Prophet solch ein Angebot gemacht? I'm giving you this time. Aber ich gebe euch diese Zeit. In one year give me at least 4 months active. Gebt mir in einem Jahr mindestens 4 Monate, in denen ihr aktiv seid. I will show you which direction this world will go. Und dann werde ich euch zeigen, welche Richtung sich diese Welt, in welche Richtung diese Welt gehen wird. God bless our members. Gott segnet unsere Mitglieder. We don't have a 12, we have a more actually. Wir haben nicht 12 Mitglieder, wir haben noch mehr. And our teaching is already all over the world. Und unsere Lehre ist bereits um die ganze Welt. Jesus' teaching took 300 years. Jesus' Lehre brauchte 300 Jahre. Our teaching is already. Aber unsere Lehre ist bereits um die Welt. And I'm pretty sure soon I want to travel India, South Africa, many country. Und ich bin mir ganz sicher, bald werde ich nach Südafrika, Indien, in viele Länder reisen. And I will prepare. Und ich werde das alles vorbereiten. So God bless our mission. Gott segne also unsere Mission. Dankeschön. Dankeschön. Thank you. And I want to tell this spiritual vision with Liberty Statue. Please. Ich möchte noch eine geistige Vision mitteilen, die passt perfekt hierzu. Ich war in einer Vision, da bin ich mit Prophet Khan gereist und wir waren in New York und da habe ich Khalid bin Walid getroffen in der Freiheitsstatue und mit ihnen habe ich zusammen geboxt. Und Khalid bin Walid habe ich gesagt, unser Prophet und euer Messias ist hier. Der ist auch hier. Und Khalid bin Walid, also falls ihr den nicht kennt, der zu Mohammed Lebzeiten, und der war ein sehr starker Mann. Der hat viel in Persien erobert. Und der hat alles fallen. Babylon, Persia, Roman. Babylon, das Persische Reich, das Römische Reich, hat er alles erobert. Und er hat zu mir gesagt, als ich ihm gesagt habe, dass Prophet Khan da ist, hat er alles fallen gelassen. Alles seine Handschuhe und ist gekommen und hat gesagt, schnell, lass uns zu diesen neuen Propheten, zu diesem neuen Messias gehen und ihm dienen. Und Prophet... Don't tell you break his thing. Okay. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Und mit Khalid bin Walid, wir waren in einer Sporthalle in der Freiheitsstatue und Prophet Khan stand oben auf der Freiheitsstatue in New York. Over the... Also Teil in Englisch. Okay. Er stand also über der Freiheitsstatue. Und dann sind wir hochgegangen zu ihm und Khalid bin Walid war dann sein Anhänger und ist ihm überall hingefolgt. Wie Stefan zum Beispiel. So, one second. United States Liberty Statue means liberty and freedom. And I was standing my feet top of this Liberty Statue. It means love will be highest. Das bedeutet, dass die Liebe die höchste. Ich bin nur kurz auf Englisch. Yeah. So I was in New York with Prophet Khan in my spiritual vision and I met Khalid bin Walid. We were in one gym in this Liberty statue and I was boxing with Khalid bin Walid and I told him this new prophet and messiah is here, God's heart. And Khalid bin Walid, he's a famous man in Islam because he conquered the Babylonian Empire, the Persian Empire and the Roman Empire. And when I told him, he let everything fall on the ground and he said to me, immediately we have to go to this new prophet and God's heart. And I said, come follow me. And in this Liberty statue, I saw that
prophesied, Khan, he was standing above the Statue of Liberty. And then Khalid bin Walid was his first member and he followed him everywhere. And then Prophet Khan explained, when he stands over the Statue of Liberty, that means that he is higher than liberty because he's standing for love. Habe ich nochmal. Also wenn Prophet Khan über der Freiheitsstatue steht, dann bedeutet das, dass er höher als Freiheit ist, dass er, weil er nämlich für die Liebe steht. For God. Für Gott steht. Yes. Ja. Yes. This is a good news. Many close members of Jesus, they left Jesus and they're joining us. Das ist eine gute Nachricht. Viele enge Anhänger von Jesus, die verlassen Jesus und folgen uns. You know who? Wisst ihr wer? Paul join us. Paulus, der ist uns beigetreten. He's a no more religion. Der hat gesagt, keine Religion mehr. Who else join us? Wer tritt uns noch bei? From Jesus. Von Jesus? Enge Kreis. Ne? Aus dem engen Kreis von Jesus. Stephanus. He join us. Nicht nur Stefan Nagy, auch Stephanus. Yes. Stephan is in Bible. Who got martyred. Stephanus ist der in der Bibel, der Märtyrertod gestorben ist. Der wurde gesteinigt, oder? Yes. Ja, der. About 6 people of Jesus' 12 Kreis joining us. 6 Leute vom 12 Apostelkreis, die folgen uns. They join us. Die sind uns beigetreten. Islam. Und aus dem Islam? Ali Shiaism join us. Ali aus dem Schiitentum, der ist uns beigetreten. Muhammad lovely wife Aisha join us. Mohammeds liebliche Frau Aisha ist uns beigetreten. Khalid bin Walid, who brought success in Islam, he join us. Khalid bin Walid, der Erfolg im Islam gebracht hat, ist uns beigetreten. Many close members of Muhammad leaving Muhammad and joining us. Viele enge Mitglieder von Muhammad verlassen Muhammad und treten uns bei. If they don't want to follow, wenn die uns nicht folgen wollen, the founder, wenn uns die Gründer nicht folgen wollen, then God know what to do actually. Dann weiß Gott ganz genau, was er tun muss. Yes. And they, Bible was saying in Quran, star will fall from heaven. Und im Koran steht schon geschrieben und auch in der Bibel, dass die Sterne vom Himmel fallen werden. These are these prophets. Und das sind diese Propheten hier. Still God giving them warning time actually. Gott gibt ihnen immer noch Zeit und warnt sie. Help him in his lifetime. Und sagt, helft ihm in seiner Lebenszeit. Other later on you're not gonna have a chance. Ansonsten werdet ihr später keine Chance mehr haben. Yes. Ja? So many people are joining us. Und deswegen treten uns viele Leute bei. Yes. Okay, if you have a question, you can ask. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr Fragen stellen. And otherwise. Ansonsten. Ach so, I forget. Ah, ich habe noch vergessen. Mary, don't remind me. Mary hat mich nicht dran erinnert. Yeah, okay. Mary, now, last week, you wanted to share, ne? Mary, du wolltest noch was von letzter Woche teilen. Ja, warte. Hört man mich richtig? Ja, wir hören dich. We all hear you. Ja, das ist auch schon wieder 3 Wochen her, glaube ich. Da hatte ich Papa auch direkt angerufen. Ich bin um 3 Uhr nachts bin ich wach geworden, weil irgendjemand meine Schlafzimmertür aufgemacht hat. Also meine Tür ist richtig aufgegangen. Und dann habe ich halt rausgeguckt und wenn man halt bei mir vom Schlafzimmer durchgeschaut, ist halt ein Flur. Und auf einmal habe ich halt gesehen, dass in dem Flur eine große blaue Frau stand, also ein blaues Wesen. Und die hatte halt keine Haare auf dem Kopf, hat aber ein richtig langes, blaues Kleid angehabt. Und was ich halt so interessant fand an der ganzen Sache, das habe ich auch Papa erzählt, sie hatte ganz strahlendes blaues Licht und das Licht von ihr hat halt wiederum den Flur und auch mein Zimmer erhellt. Also das war diese Grenze zwischen Geistlichen und Physischen wurde halt durchbrochen in dem Moment. Ne? Das ist die, ja, und dann wollte ich halt auch rausgehen zu ihr und ja, es war halt auch wieder dann von mir, ich war so müde, dass ich halt wieder einschlafen bin, habe ich auch Papa erzählt, was auch zeigt, dass ich einfach auch da mehr meinen Körper beherrschen muss.
Und 10 Minuten später, also Mathilda hat bei mir geschlafen im Bett, ist Mathilda aufgewacht, wollte auch aus dem Bett raus und hat gesagt, Frau und Blau, weil sie erkennt ja schon Farben, hat gesagt, Frau Blau, wollte auch zu ihr gehen und wollte aus dem Bett raus springen. Und ja, dann saßen wir beide dann quasi in dem Bett und haben sie angeguckt und sie hat uns angeguckt und dann sind wir wieder eingeschlafen. Und ja, aber eigentlich hätte ich halt aufstehen müssen im Moment, weil das halt auch wirklich was, also ich wusste halt auch nicht, was sie mir sagen möchte. Genau, und das war halt alles mit offenen Augen und auch einfach die Tür aufgetat und dass ihr Licht halt quasi auch hier mein Zimmer erhellt hat, war schon wirklich eine schöne Erfahrung und es war halt angenehm. Und auch Mathilde hat halt keine Angst gehabt. Also sie wollte ja zu ihr hingehen. Hm. Genau. Aber this is telling, she want... Noch kurz auf Englisch. Yeah, I know. It is telling that this blue being wanted to give you a message. Dieses blaue Wesen wollte ihr eine Nachricht geben. Kann ich kurz auf Englisch? Mm-hmm. Because they didn't understand. Mm. She was seeing 3 weeks ago, it was in the night when it was prayer time, and she saw in her room, the door opened, and a blue being with a bald head came in with a long, it was a blue female being, and with a long blue dress came into her room, and she saw it, and she was, her room was totally ignited in this light. And then she was really exhausted, and then first she fell asleep, but then she woke up again, and then she again saw this being that illuminated her whole room, and then also her daughter Matilda also saw this being and said, blue and woman, blue woman, blue woman. Mm. And this was a really amazing experience for her. And normally she should have stood up, but she was so exhausted that she fell asleep again, and also her daughter from this experience. Yes, beautiful. Okay. Yes. Beautiful. Maybe you can tell same thing when you was flying and you made this vision, and this was flying over Europe. Und vielleicht kannst du nochmal die Geschichte erzählen, als du dieses als du hochgeflogen bist und dann kam dieses Wesen und dann über Europa flog. Okay, ja, genau. Also da haben wir ja meditiert und während der Meditation war ich dann irgendwann auf so einer Klippe und bin dann aber zum Abgrund gelaufen. Also der Abgrund ging ganz tief nach unten und dann habe ich aber auch nach unten geguckt und habe aber gesehen, dass von ganz unten ein Wesen hochfliegt. Und das Wesen war halt komplett blau, aber hatte keine Flügel, hat aber Muskeln gehabt, konnte aber trotzdem halt auch fliegen. Und das hat halt, stand dann vor mir und war halt männlich auch. Und hat aber meine Richtung gedreht und hat halt gesagt zu mir, ja, ich soll halt keine Angst haben und auch immer mutig sein, weil es ist halt mit mir und ist bei mir. Und dann auf einmal hat er was genommen halt von mir und ist aber halt über Europa geflogen. Und wo er halt über Europa geflogen ist, war so ein blauer Nebel hinter ihm. Mm. Und dann ist der blaue Nebel halt über, hat halt Europa bedeckt. Mm. Und hat in der Meditation gesehen, genau. Und das gleiche Wesen hat mich halt auch schon mal auch zu Gott hochgenommen. Mm. Genau. Gott. One time when they were meditating, she saw, she was flying, she was on top of one mountain and she saw from down above that a blue being without wings was flying up, but with much muscles. And it was Marina, kannst du dein Mikro bitte ausmachen? It was a male being flying up. And she, this being, Mary was standing to this cliff. And this being was standing in the opposite direction to her. And he said, don't worry. And then this being took off. It took something from her. And then she saw it was flying over Europe. And from this being came blue fog with blue light. And it was this blue fog was all over Europe then.
And this blue being bring her to God. Yeah, this blue being brought her one time also to God. Not one time. Brought her also to God. You made your own translation. You know? Yeah, sorry. Bring many times. Yeah. So if you have a question, ask me. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr jetzt noch gerne question. Fragen. And I just want to tell you, I will be, which date, Julian, I will be Stuttgart? Am 11. September. Und am 16. Oktober. September 11th and October 16th. So, 11th September, I am there for action. If member like to come, it's up to them. Yeah. They can come. My question is, vaccine ke bare mein, you were telling me about the vaccine. I tell later. The world will be wiped out because of vaccine. No, this when I tell later. Start? It's going to start next year or very soon or when? Aap sun rahe hain, ye agle lecture mein hoga. Theek hai? इस लेक्चर में नहीं समझ गए नहीं चटर साहब हाँ जी हाँ जी हाँ जी अगली सो हूएवर लाइक टू कम 11 सितंबर या आफ्टर आफ्टर सितंबर और नोमा 16 वी वांट टू मेक ए एक्शन सितंबर सितंबर नहीं दिसंबर एक्शन एंड मे बी दे विल बी लेक्चर बिकॉज़ स्टेफन प्रिपेयर 10 पीपल या सो दिस डे विल बी Is a freiwillig. Voluntarily. Voluntarily, if somebody would like to join. Ja, also es wird dann auch wahrscheinlich einen Vortrag dort geben, weil Stefan hat 10 Leute vorbereitet und wir werden dort verteilen gehen und die Leute, die kommen wollen, freiwillig kommen wollen, die können gerne freiwillig kommen. Yes. Ja? 11. September. Am 11. September. 3. Oktober, what is the 3. Oktober we have? Was haben wir am 3. Oktober? Nee. What is the date? 3. Oktober ist Seminar. Third of October. 2. und 3. Oktober ist Seminar. Yeah, but yeah, das ist Seminar. But after, what is Julian? Julian, was haben wir noch ausgemacht? Der 16. Oktober. 16. Oktober. 16. Yes, I will be there. What will be then? Was machen wir dann dort? Da werden wir gucken, ob wir ein Bürgerhaus für uns da einmieten und einen Vortrag machen oder eine Diskussion. Yeah. This will be, we prepared for Bürgerhaus. Yeah. Genau. Okay, alles klar. Voller Terminkalender. Ja, yeah, okay. So, any question? Otherwise I pray. Noch eine Frage, sonst werde ich beten. Alles klar. 1, 2, 3, Chance vorbei. Ich wollte noch fragen, wegen wie man nachts beten soll, wenn man sich nach Gott sehnt. Und das ist ja vielleicht auch wichtig für andere Mitglieder. He is asking how you should pray in the night when you are longing for God. Und zwar, also ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe das Video Stück für Stück angeschaut und mir aufgeschrieben und auf Deutsch übersetzt. Aber da habe ich eine Frage. One question. Ne? Erst eine Frage. Eine Frage, nicht mehr. Ja, ich wollte nur erklären die Umrisse. Also du sagst da, wenn man sich verbeugt und dann sein Herz öffnet und sagt, O Vater, ich liebe dich. Let me give you an answer, okay? Lass mich dir kurz die Antwort. Nein, Moment, ich habe da eine Frage. Wenn man sagt, lass deine Liebe in mich einkehren, da hast du die, you gave the explanation, weil Liebe hat viele Eigenschaften, Liebe opfert sich, Liebe vergibt, and I'm wondering if I should say this also to God, or if this is only explanation for the people. This is the only explanation, people. Let me give you the answer, okay? Lass mich dir kurz die Antwort geben. How I pray, that will be you pray. Wie ich bete, so sollst du auch beten. When you bow down. Wenn du dich verbeugst. First of all, you have to read this God. Divine prayer. Yeah. Divine message. Erstmal musst du die göttliche Botschaft lesen, laut. You go bow. Dann verbeugst du dich. Try in this bow position. Und in dieser Verbeugung versuchst du, this body which will live limited time. Dass dieser Körper, der nur für eine begrenzte Zeit leben wird. In this bow position, this body inviting few key actually. In dieser Verbeugung lädt uns dieser Körper zu ein paar Schlüsseln ein. This is a sixth key which we am speaking. Das sind diese 6 Schlüssel, über die wir immer reden. Body saying in bow position to mind. Der Körper sagt in der Verbeugungsposition zum Verstand.
inviting mind in this position to become a true thinking about God. Es lädt den Verstand ein, in dieser Position in wahren Denken an Gott auch zu partizipieren. Big body. Mit dem Körper. So what is a in bow position Aufgabe, what is the Aufgabe? Task. Task of mind. Was ist also die Aufgabe des Verstandes? Every thinking should be stopped. Jede Art von Denken soll gestoppt werden. No thinking allowed, but only one thinking. Kein Denken soll es erlaubt, nur ein Denken. And this true thinking should be about God. Und dieses wahre Denken sollte nur über Gott sein. Remember when you love somebody? Kennst du das, Sander, wenn du in jemanden verliebt bist? Not only Sander, everybody. Ihr alle, wenn ihr in jemanden verliebt seid. You send WhatsApp, yeah? Dann schickt ihr auf WhatsApp Nachrichten. And you say to who you love, you say, I am thinking about you. Dann sagt ihr zu demjenigen, den ihr liebt, ich denke an dich. How many people did? Wie viele haben das getan? When they love somebody, I'm thinking about you, yeah? Oh, guck mal, diese. Matilda, okay, this is somebody else. I'm thinking about you. Wenn ihr schreibt, ich denke an dich. Yes, but in this bow position, body asking you, I invite you my house. Dort sagt dann der Körper, sagt, ich lade dich in mein Haus ein. Only one condition. Nur unter einer Bedingung. In bow position. In dieser Verbeugung. You will think only about God. Da sagtest du dem Verstand, du wirst dann nur an Gott denken. If you can do it, wenn du das schaffen kannst, then true thinking, your mind has reached his goal in his life. Dann hat dein Verstand sein Ziel in diesem Leben erreicht. True thinking about God. Mit wahrem Denken an Gott. One day Buddha came to forest. Eines Tages kam Buddha einmal in den Wald. He said it took me 40 years. Buddha sagte, ich brauchte 40 Jahre. In bow position to only thinking about God. In dieser Verbeugungsposition, um nur an Gott zu denken. I told Buddha. Und ich sagte zu Buddha. I reach only thinking about God in bow position in the age of 12. Ich sagte zu Buddha, im Alter von 12 erreichte ich es schon, dass ich in meiner Verbeugung nur an Gott denke. Only thinking. So then you will, when you are true thinking about God, your mind has reached its goal. Wenn ihr also wahres Denken an Gott habt, dann wird euer Verstand das Ziel erreichen. You can try. Dann könnt ihr es versuchen. That's the exercise. Das ist die Übung. Then body inviting awareness. Dann lädt uns der Körper das Bewusstsein ein. Come my house. Er sagt, komm in mein Haus. But only aware that your life purpose is only God actually. Aber sei dir nur darüber bewusst, dass dein Lebenszweck in Gott liegt. So if in your awareness join the mind and your body. Wenn also in deinem Bewusstsein, wenn also in deinem Körper das Bewusstsein und in deinem Verstand eintreten, nur in Gott. In this awareness, what happens? Was passiert in diesem Bewusstsein? You see the light. Dann seht ihr das Licht. And if you don't see the light, und wenn ihr das Licht nicht seht, then awareness is not functioning. Dann funktioniert das Bewusstsein nicht richtig. Awareness, peace is in God. Der Frieden des Bewusstseins ist in Gott. So light must begin here to see. Das Licht muss also hier anfangen zu sehen, sichtbar zu werden. So if your mind is not have true thinking in bow position, wenn euer Verstand also nicht das wahre Denken in dieser Verbeugungsposition hat. Your awareness don't see the light in bow position. Euer Bewusstsein nicht das Licht in dieser Verbeugungsposition sieht. Euer Bewusstsein nicht das Licht sieht. Then you are not bowing at all. Actually. Dann verbeugt ihr euch gar nicht richtig. Nor are you making body exercise. Dann macht ihr nur eine körperliche Übung des Verbeugens. So body invite mind. I told you. Der Körper lädt also den Verstand ein. Das habe ich euch gesagt. Then invite Bewusstsein. Dann lädt es das Bewusstsein ein.
then he inviting the Gewissen, conscience. Und dann lädt es das Gewissen ein. If he invite conscience, wenn er das Gewissen einlädt, conscience, and you are in bow position, und ihr euch verbeugt, in dieser Verbeugungsposition seid, in this bow position, if angel coming to you, wenn in dieser Verbeugungsposition die Engel zu euch kommen, and say, let's go, und sagen, lasst uns gehen. God invited you in heaven, Zeki. Gott hat dich in die Himmel eingeladen. We want to take you in our home, angel. Wir wollen dich in unser Zuhause der Engel mitnehmen. Then you fulfill the purpose of conscience. Dann habt ihr den Sinn des Gewissens erfüllt. I'm just telling you theory and practice. Ich erzähle euch gerade den Unterschied der Theorie und der Praxis. Yes. If you go to driving the school, you cannot say that I passed the theory and I can drive now. Wenn ihr in die Fahrschule geht, dann könnt ihr nicht sagen, nur weil ihr den Theorietest bestanden habt, dass ihr schon Auto fahren könnt. Nein. In bow position is a practical coming now, actually. In dieser Verbeugungsposition kommt jetzt die Praxis. So if in bow position angel coming to you, wenn also in dieser Verbeugungsposition die Engel zu euch kommen, and say, please, let us show you our world. Und sagen, bitte, lass uns dich unsere Welt zeigen. In this moment you fulfill the purpose of the truth. In diesem Moment habt ihr den Zweck der Wahrheit erfüllt. Okay. Ja? Then body inviting the heart. Und dann lädt der Körper das Herz ein. Emotion. Die Emotion. And say, when you come my house. Und sagt, wenn du in mein Haus kommst, there should not be anything else, but your heart should be empty for God. Da sollte es gar nichts anderes geben, aber dein Herz sollte leer für Gott sein. And when your heart is empty in bow position, und wenn euer Herz leer ist in dieser Verbeugungsposition, then a sudden storm happening. Dann passiert ein Gewitter. And in this Gewitter, you see the picture of God. Thunderstorm. Und in diesem Gewitter seht ihr dann das Bild Gottes. You see the changing of million spring time in heaven. Ihr seht, wie sich viele Millionen von Frühlingszeiten im Himmel ändern. And you see God picture. Und ihr seht Gottes Bild. Then you fulfill the purpose of heart. Und dann habt ihr den Zweck des Herzens erfüllt. Okay. Then last thing, what spirit, body inviting spirit. Und dann lädt der Körper den Geist ein als letztes. Come my house. Und sagt, komm in mein Haus. And if you bow the way I say, und wenn du dich verbeugst, so wie ich es sage, you can be God home. Dann kannst du in Gottes Zuhause sein. So when spirit is coming, wenn also der Geist kommt, and she is so much inside of God, und der Geist so sehr in Gott drin ist, then spirit say goodbye to body. Dann sagt der Geist auf Wiedersehen zum Körper. And take your mind, your awareness, your conscience, your heart, and they fly away to God. Und euer Geist nimmt dann euren Verstand, euer Bewusstsein, euer Gewissen und euer Herz mit zu Gott auf die Reise. And what body say? Und was sagt der Körper dann? Now I will die. Jetzt werde ich sterben. But I will not die. Aber ich werde nicht sterben. I will live as a second self. Ich werde als zweites Ich leben. And you are my second self, oh my spirit. Oh mein, und dann sagt es, oh mein Geist, du bist mein zweites Selbst. So what God was saying? Und was hat Gott gesagt? When I was praying behind God. Als ich hinter Gott betete. God say you should say, I'm divine light actually. Da sagte Gott dann. I'm divine Geist. Spirit. Da sagte Gott dann, sag noch einmal, dass ich Gott, der göttliche Geist bin. That's the way is the six key functioning. Und so funktionieren diese sechs Schlüssel. It doesn't work practical way, this key like this. Wenn das nicht auf praktische Weise funktioniert, diese Schlüssel. You can say a million times, God, I love you, God, I love you, God, it doesn't matter. Kannst du Millionen Mal sagen, Gott, ich liebe dich, Gott, ich liebe dich, Gott, ich liebe dich. So take this video and you can see my this video. That's the way six key function to reach home. Actually. Nimm also dieses Video und so kann, weil so werden dich dann die sechs Schlüssel führen, dass du Gott triffst. And this thema I will explain more in seminar. Und über dieses Thema werde ich mehr im Seminar reden. Okay. Everything else forget it. Vergiss alles andere.
Yes. Thank you. That was a really good explanation. Yeah? Okay. Yeah. First, you have to save your spirit. Erstmal musst du deinen Geist retten. Before we forgive him for sign in. Bevor wir dem vergeben. Forget this. Yeah. We have to save ourselves. Forgive, ja. Okay. You got it? So I. Habt ihr es verstanden? Yeah. Okay, then I pray. Dann bete ich. Vielen Dank. Yeah. Thank you. Yeah, please. Bitte. Please. Thank you so much. Amen. Amen. Thank you so much. Danke für alles. Danke. Dankeschön. Danke für alles. Danke. Tschüss. Tschüss. Romeo. Ja. Hast du Lust, heute verteilen zu gehen? Heute? Ja. Wohin? In Kassel. Ich komme vorbei. Oh, Kleine. Really? Ja. Ja. Really? Ja. Okay. Wow. Amazing. Okay, ich muss noch ein bisschen was tun. Ciao. I want to share one thing that God told me, that Sanda is my spiritual son. So he's blessed. Bless us. I'm very thankful. My spiritual son. So through him in university, I saw Moses. We saw him. They were giving a lecture. Yeah. Sander, Moses, Simon haben dann dort Vorträge gegeben. God bless them. Gott hat sie gesegnet. So, jetzt kommst du. Opa! Jetzt kannst du sagen. Jetzt darfst du sagen. Opa! Oh, ja, ja, ja. Sag mit Opa Eid. Wie heißt er? Opa Eid. Du bist Opa Eid. Stimme kam nicht raus. Hast du kein Essen gegeben? Sag doch du. Willst du was zu ihr sagen? Dann. Es wird lauter, sonst hörst du mich. Und näher ran. Ja, okay. So, danke schön. Und ich brauche 10 Minuten Break, then we can come in with Indian people, yeah? Cheers. Yeah? Okay. 10 Minuten Break. 10 Minuten, ja? Okay, dann God bless alle Mitglieder. Gott segne alle Mitglieder. Danke, Zeit. Danke, Zeit. Danke. Ciao. Bitte, bitte.